Tag, der Marco von Ehrlichen Essen. Heute machen wir Philadelphia Cream Cheese Balls. Ja, das klingt komplizierter als es ist. Es sind frittierte Frischkäsebällchen. Die gibt's gerade auch beim BK. Aber Burger King, wie einfach die gehen und wie schnell, das zeige ich euch wie immer. Da unten bei mir in der Küche. Für unsere Philadelphia Cream Cheese Balls brauchen wir Philadelphia Frischkäse oder irgendeinen anderen Frischkäse. Ich wurde auch nicht bezahlt, sondern ich habe einfach den genommen. Ja, das kann auch, keine Ahnung, Exquisa sein oder ein Billigfrischkäse. Völlig egal. Zwei Eigelb. Ja, das eine ist noch heile, das andere hat es zerrissen beim Trennen. Egal. Paniermehl, normales Mehl, Thymian, Basilikum, ein paar Chiliflocken. Ja, Thymian, Basilikum, ein paar Chiliflocken. Öl zum Frittieren. Auf geht's. 400 Gramm Frischkäse. Da kommen jetzt zwei Eigelb rein. Wenn ihr das jetzt vegan haben wollt, also das Ei weglassen müsst, wollt, wie auch immer, dann ersetzt ihr das einfach durch einen Esslöffel Stärke und drei Esslöffel Wasser. Ja, ist auch kein Problem. Jetzt ein Esslöffel von diesem geilen Thymian-Zeug. Ja, bam. Und Basilikum, auch ein Esslöffel. Zack. Jetzt drei Esslöffel Mehl. Eins. Zwei. Drei. Und zum Schluss einen schönen Teelöffel Chiliflocken. Wunderbar. Das war's eigentlich auch schon. Jetzt das Ganze vermengen. Entweder mit der Maschine oder mit dem Schneebesen. Ich fange mal an. So sieht die umgerührte Masse aus. Bei mir hat es zwischenzeitlich den Schneebesen zerrissen. Habe ich mit so einer Kelle weitergemacht. Und jetzt fangen wir an, daraus uns Kügelchen zu formen. Und für die Kügelchen ein kleiner Trick. Hier ist Wasser für die Hände. Eben die Hände nass machen. Sonst klebt das alles. Und einfach ein bisschen Frischkäse nehmen und zu einer kleinen Kugel machen. Ja, zack, zack. Fertig, zur Seite legen, nächste. Nach gefühlten Ewigkeiten, aber das waren jetzt gerade mal 10 Minuten, ja, oder sogar noch weniger, meine mehr oder weniger perfekten runden Bällchen, die gehen jetzt für eine halbe Stunde in den Froster. Ja? Je länger, desto besser, umso einfacher sind sie weiter zu bearbeiten. Nach 30 Minuten sieht man hier, die sind jetzt schön hart, die kann man so nehmen, deswegen zur Seite. Hier ist Paniermehl, ja, ganz normales Paniermehl. Und jetzt rein damit und schön panieren. Kann die jetzt auch richtig formen, ja, zu kleinen Bällchen, perfekt. Und jetzt einfach auf einen extra Teller legen. Ich mache die anderen noch fertig, bis gleich. Meine panierten Bällchen fertig, gehen jetzt noch mal für 20 Minuten in den Froster. Hier habe ich jetzt Pflanzenfett, das habe ich erhitzt und wenn es so sprudelt hier, an so einem Holzstab, dann ist es perfekt. Und da kommen jetzt unsere Bällchen rein. Und zwar ganz schnell und ganz kurz. Ja, vielleicht für eine Minute, zwei. Die müssen nur goldbraun werden. Und dann ist auch schon fertig. Zwischendurch mal gucken. Und ihr seht hier, goldbraun. Ganz kurz noch. Fertig. So sollen sie aussehen. Ich mache den Rest fertig. Bis gleich. Da sind sie. Frisch aus dem Pott, schön frittiert. Hört ihr das? Knusprig, heiß. Da will ich mal probieren. Lecker, lecker. Das war's schon wieder. So einfach, so schnell. Schaut euch die Prachtburschen an. Ja,
Hammergeil. Und jetzt habe ich mal einen aufgeschnitten, damit ihr das mal seht. Wartet. Da. Der Käse, die Kräuter, Chili. Gar nicht mehr so heiß. Aber saugeil. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Wenn ja, like this, teilt es. Ach, macht, was ihr wollt. Schreibt mir was da unten. Ich sage tschüss, ciao, euer Marco vom Ehrlichen Essen. Da ist noch einer. Tschö. Und für die Kügelchen, kleiner Trip, nochmal. Aber frittierte Frischkäsebällchen. Und darum wird gebrüllt. Kleiner Moment. Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen. Heute machen wir Philadelphia Cream Cheese Balls. Jetzt ist die Tür zu. Und machen gemeinsam Philadelphia Cream Cheese Balls. Ja, also für die Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen.